Herzlich willkommen zu dem Vortrag Heilsein auf allen Ebenen. Und wir beide freuen uns jetzt sehr, diesen Vortrag euch zu geben. Und das ist Manuela Herbert, meine Freundin und Kollegin. Und meine Freundin und Kollegin Dagmar Herrmann. Ja, und wir haben uns für diesen Vortrag jetzt 6 Bereiche ausgesucht, die wir als wichtig herausgefunden haben für das Heilsein auf allen Ebenen und dann auch ganz konkrete Möglichkeiten, wie man sich Unterstützung holen kann, wenn man selber spürt, dass in einem dieser Bereiche es nicht so läuft, wie man es sich gerne wünscht. Und all diese Möglichkeiten, die wir vorstellen, das ist auch wichtig für uns, haben alles eins gemeinsam, nämlich ganz konkrete Ergebnisse, spürbar und sichtbar im Alltag. Ja, genau, so unser Vortrag. Wir haben uns überlegt, wir nehmen diesen Vortrag und gehen gemeinsam mit einer kleinen Seele, die sich da oben auf der Wolke entschließt, ich gehe jetzt auf die Erde und lebe ein Leben. Ich suche mir die Eltern aus und meinen Ort und was so ein Kind, bevor es kommt oder wenn es da ist, auch braucht, ist ein Namen. Und da hätte ich jetzt gern mal von euch, ob jemand unserer kleinen lieben Seele, noch ist sie namenlos, einen Namen geben möchte. Irgendein Name? Felicitas. Feli. Feli, gut. Unsere kleine Feli. Das ist, ja, ist zwar ein Bub, aber... Wir haben ja alle Anteile, ne? Also das passt dann schon. Wunderbar. Also, wir nehmen den Felix, wenn es manchmal nicht anders genau, ist. Genau, Feli kann man ja so abkürzen, unsere kleine Feli oder unser kleiner Feli entschließt sich jetzt da oben, hat so ein bisschen was vor auf dem Leben, in dem Leben und sucht sich da oben schon mal seinen Platz, seine Eltern aus und inkarniert. Ja, und unter Einsatz ganz vieler Kräfte wird die Feli immer größer und ja, und der Einsatz der Mutter ist natürlich genauso wichtig und erblickt dann das Licht der Welt und denkt, puh, jetzt habe ich es geschafft. Und dann, das ist dann auf dem nächsten Bild, dann schaut sich die kleine Seele um und merkt, oh, jetzt geht es ja erst richtig los und da steht ja was und sieht diesen Rucksack. Macht den Rucksack auf und findet in dem Rucksack eine Vielzahl von kleinen Päckchen. Und was diese Päckchen gemeinsam haben, ist, dass auf ihnen in goldenen Buchstaben steht Karma. Ja, was ist denn dieses Karma? Ja, Karma ist etwas, was wir haben, der eine weiß es, der andere nicht, aber haben tun wir es alle. Also der Begriff Karma kommt aus dem Sanskrit, ist so viel die Bedeutung, Ursache und Wirkung. Alles, was wir tun, auch was wir denken, hat eine Wirkung. Was wir sehen, ernten wir. Und diese Ernte von der Saat, die mag manchmal sehr abrupt auf uns zukommen. Manchmal denkt man sich, so ein Zufall ist es dann vielleicht auch gar nicht. Dann kann es Karma sein. Und Karma hat noch so ein paar kleine Tricks. Und zwar Karma kann, wie gesagt, relativ schnell zu uns kommen, kann aber auch sich erst in verschiedenen nächsten Inkarnationen bemerkbar machen und dann sind wir hier in unserem Erdenleben und denken sich, aha, was ist das? Mir kommt immer mal zufällig irgendwas unter die Finger und es mehrt sich und das ist dann auch nicht Zufall, das ist dann auch relativ sicher Karma. Karma gibt es auf verschiedenen Ebenen, Karma gibt es also was Persönliches, was wir uns selber mitgebracht haben in die Inkarnation. Karma kann über eine Familie, über das Familiensystem auftreten. Karma kann aber zum Beispiel auch in Räumen oder sehr gern auch Länder. Karma gibt es zum Beispiel, Deutschland hat ja da noch einiges immer noch an Karma zu tragen. Und so hat unsere kleine Seele sich auch in dem Päckchen Karma was Nettes eingepackt und zwar hat sich ja seine Eltern ausgesucht. Die Mama ist eine liebe, sehr offene Frau, die auch immer mal guckt, was kann sie für die Kinder tun.
und sich Hilfe sucht. Und der Papa, der ist jetzt in einer relativ schwierigen Situation, weil der Papa ist arbeitslos geworden. Die kleine Familie lebt jetzt von Hartz IV. Und die Mutter denkt sich, ah, was könnte das sein? Holt sich Hilfe, lässt gucken und kommt über eine Therapeutin eben auf die... Ah, okay, ich merke gerade, ich rede zu viel. Die Dagmar habe ich jetzt einfach übersprochen. Das ist, ja, also was uns eben noch wichtig ist zum Thema Karma, ist, warum es das überhaupt gibt. Und das passiert ja nicht einfach so, sondern deswegen, weil wir uns ja vorgenommen haben, Erfahrungen zu machen, um uns selber weiterzuentwickeln und zu verstehen, nämlich dass, wovon die Manuela vorher gesprochen hat, Ursache und Wirkung, weil manche Zusammenhänge einfach wichtig sind für uns zu begreifen, für unseren eigenen Seelenprozess. Nur, das hat uns natürlich erstmal keiner gesagt, als wir, bevor wir das erste Mal auch in unserem Leben mit Herausforderungen konfrontiert worden sind. Und dahinter steht eine ganz große Liebe, die es uns eben auch ermöglicht, diese Erfahrungen zu machen und zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Und diese Zeiten, die wir jetzt hier haben, da habt ihr wahrscheinlich alle schon davon gehört, mit diesen hohen Schwingungen, die immer weiter ansteigen, ermöglichen es uns eben in diesem Leben weitaus mehr Entwicklung zu tun, als das in früheren Zeiten möglich gewesen ist. Und da ist eine ganz, ganz große Gnade dahinter. Und diese Gnade, nehmen wir dann auch gerne in Anspruch, wenn es darum geht, das Karma auch zu erlösen. Und das ist kein Automatismus, weil dann hätten wir ja eben diese Entwicklungsschritte nicht gemacht, sondern dann, wenn wir wirklich verstanden haben, worum es geht, und da kommt jetzt eben gleich nochmal das Beispiel, mit dem die Manuela eben schon angefangen hatte, wenn wir das erkannt haben, dann haben wir wirklich hier alle Hilfen zur Verfügung, dass wir da auch rausgehen können aus diesen alten Begrenzungen, weitergehen und eben auch das Karma erlösen. Und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass wir da wirklich geistige Helfer immer mit einladen und ganz besonders jetzt in dem Bereich Jesus Christus, der mit seiner Gnadenfrequenz dann diese Erlösung einfach nochmal leichter möglich macht für uns. Und deswegen auch als Beispiel dafür diese Diamantessenz, die das mit unterstützt, initiiert von Jesus Christus. Und das ist eben so, dass es diesen Automatismus nicht gibt, die Gnade schon, weil wir natürlich immer auch merken, dass alle unsere geistigen Helfer, die uns unterstützen, unseren freien Willen achten. Und wenn wir sie einladen, dann haben wir wirklich alle Unterstützung, die wir brauchen. Und jetzt nochmal das Beispiel, bitte. Genau, da war ich etwas zu forsch. Und zwar, wir haben ja schon gehört, also Klein Feli ist in der armen Familie gelandet und eben die Mutter sucht sich eben Hilfe und versucht über diese Erlösung, über die Gnade und eben die Themen anzuschauen, zu gucken, ob sie was tun kann. Es wird etwas gefunden, und zwar das Thema war, der Vater und Klein Feli waren eben schon mal gemeinsam auf der Erde und haben sich ein sogenanntes Gelübde abgelegt. Und dieses Gelübde war ein Armutsgelübde, und zwar, sie waren beide mal Bettelmönchen einer früheren Inkarnation. Und durch dieses Gelübde, das sich quasi dann über Raum und Zeit dann in dieses Leben mit übertragen hat, hat sich eben so gezeigt, dass der Vater und der Kleine eben in Armut leben mussten. Sie konnten das lösen, und wenn man etwas löst, dann gibt es ja auch wieder eine Wirkung, und der Vater hat dann auch wieder seine Anstellung gefunden und die Familie hat sich erholt. Und genau darum geht es, dass wir durch die erlösten Themen dann auch immer wieder in die Leichtigkeit reinkommen. Und dann gibt es das Thema der physische Körper, das wäre das nächste Thema. Der physische Körper ist an sich eine geniale Einrichtung. Wenn das alles in der göttlichen Harmonie ist, dann sind wir gesund und in uns, aber das ist es ja sehr, sehr oft nicht. Und
Da spielen auch Gene eine Rolle und viele äußere Einflüsse. Und anhand von unserem Beispiel, unserer Beispielseele Fili, haben wir Folgendes. Und zwar, der Kleine ist oder die Kleine ist beim Schaukeln von der Schaukel gestürzt und liegt jetzt krank im Bett. Und was ist denn da jetzt mit dem Kleinen? Ja, also ein ganz wichtiger Punkt, auf dem wir hier die Aufmerksamkeit legen möchten, ist der Atlas. Und zwar ist es unser höchster Wirbel, der eine ganz entscheidende Position hat. Und zwar stellt der Atlas die Verbindung dar zwischen dem Gehirn und dem Wirbelkanal und dem Rest des Körpers. Und alle Nervenbahnen und die Versorgung der Organe, für die Versorgung der Organe ist es wichtig, dass der Atlas eben an der richtigen Position steht. Und wenn das nicht der Fall ist, kann es Auslöser sein für Kopfschmerzen, Migräne. Und wir wollten jetzt anhand des Beispiels eines Sturzes da das Augenmerk drauf legen, dass wenn wir selber stürzen, und das muss jetzt gar nicht so dramatisch sein, oder bei einem Autounfall in irgendeiner Weise der Nacken betroffen ist, wir da eben schauen, wie ist denn jetzt unser Atlas. Und das ist also sehr, sehr oft auch eben bei Kindern der Fall. Manchmal kann die Position auch schon bei der Geburt beeinträchtigt worden sein oder eben durch Stürze, die gar nicht so selten sind, dass wir wissen, auch für die kognitive Entwicklung des kleinen und der großen Menschen natürlich, ist ein Atlas an der richtigen Position ganz, ganz entscheidend. Und die Manuela und ich, wir haben vor gut einem Jahr, haben wir die karmische Atlasbefreiung erlernt. Das ist ein rein spiritueller Vorgang ohne einen manuellen Eingriff und sind sehr, sehr dankbar für diese Möglichkeit, was für Neugeborene oder Kinder ganz leicht durchzuführen ist. Die älteren Kinder brauchen wir etwas länger. Und wirklich für die physische Gesundheit eine sehr, sehr große Rolle spielt und natürlich auch für uns als Menschen, für die eine klare, lichtvolle Anbindung wichtig ist, auch ganz, ganz entscheidend. Und in dem Fall, also die Mama von der Feli, hat da hat den Anspruch, weitreichend für die Gesundheit ihres Kindes zu schauen und da eben auch diesen Aspekt mit berücksichtigt für die Heilung von der Feli. Das war jetzt der zweite wichtige Bereich, eben die physische Gesundheit. Ja, und Klein Feli kommt in den Kindergarten. Jetzt sind wir in dem Bereich der Blockierungen und Resonanzen zu Menschen. Und Feli ist ein sehr aufgewecktes Kind, ein lebhaftes Kind, intelligent, ist so der Liebling von der Kindergärtnerin und sein Spielkamerad ist ein bisschen neidisch und denkt sich, ach, so wäre ich auch gern, denkt sich halt, na, vielleicht passiert immer ja was. Also hat auch nicht so reine Gedanken dem Feli oder Feli gegenüber und überlegt sich so, vielleicht stürzt er oder irgendwie so. Also gar nicht so nett und das wirkt sich auch aus. Und diese Resonanz zwischen den beiden Kindern wirkt sich eben so aus, dass kleine Feli nach Hause kommt und ist niedergeschlagen, ist nicht in seiner Kraft, ist nicht in ihrer Kraft und ist irgendwie traurig. Und die Mutter merkt das natürlich und denkt sich, was ist da los, was ist passiert, dass der so niedergeschlagen ist und guckt eben auch, was könnte das sein, kommt vom Kindergarten heim und ist nicht gut drauf. Dann wird geschaut, ist es Karma, könnte es sein. Es ist auf jeden Fall eine Resonanz zwischen diesen beiden Kindern. Und da ist es auch ganz wichtig hinzuschauen, weil das kann immer mal passieren, dass man Menschen trifft, die einem etwas tickern, was dann in uns was auslöst. Und das konnten sie eben auch in diesem Fall wunderbar erlösen und auflösen. Und auch beide Kinder haben davon profitiert in dem Fall. Beide Kinder kommen wieder in ihre Kraft, sind jetzt ganz liebevolle Spielkameraden und auch das ganze Miteinander eben im Kindergarten ist jetzt wieder
im Fluss. Also diese Geschichte eben mit den Resonanzen zwischen Menschen ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, und die kleine Feli, der Felix, bewegt sich natürlich auch sehr gerne, was ja für die Kinder ganz, ganz wichtig ist, ist im Fußballverein, steht im Tor. Ziemlich gut, reagiert schnell und zuverlässiger Torwart, der, sagen wir jetzt mal, der Felix für dieses Beispiel. Und auf einmal reagiert er langsamer als sonst, ist unbeweglicher und das zieht sich ein, zwei Wochen hin. Also Tagesform kann es dann schon nicht mehr sein. Und dann wird die Mutter auch irgendwie stutzig und holt sich wiederum Unterstützung und erfährt, dass die Kinder, und das gilt eben für die Kinder der neuen Zeit, ganz besonders oft ein offenes Energiesystem haben. Also hier geht es um das eigene persönliche Energiesystem. Und dadurch, dass die Kinder der neuen Zeit eben schon in der Einheit leben, haben sie es gar nicht in ihrem System, dass sie sich abgrenzen von anderen, weil das kennen sie gar nicht. Und wenn dann jemand mit diesen Kindern in Kontakt tritt, der vielleicht energetisch nicht geklärt ist oder eben noch ein Thema in seinem eigenen Energiesystem hat, kann das sein, dass das überspringt auf das Kind und das auf einmal anders reagiert als bisher. Und dann ist es wirklich gut, dieser Störung erstmal, es zeigt sich ja erstmal als Störung, dann nachzugehen. Und in dem Fall war es dann beim Felix auch so, dass beim Abfragen des Energiesystems sich gezeigt hat, da ist eine Blockade in seinem Energiesystem, die jetzt mit ihm persönlich gar nichts zu tun hatte. Und auch da sind wir wirklich sehr, sehr dankbar für die Möglichkeiten. Und da ist Erzengel Michael ein wunderbar kraftvoller Unterstützer, das eigene Energiesystem zu klären. Hier ist nochmal ein Bild, das unsere Chakren zeigt, und allein wenn wir das sehen, ist es schon deutlich, was das ein kraftvolles, geklärtes Energiesystem dann eben auch für unsere Stabilität, für unsere persönliche Stabilität für eine Rolle spielt. Und wenn sich dort eben, und das reicht ein Chakra, das blockiert ist, da eine Blockade zeigt, dann können wir, wenn das Thema erkannt ist, da auch um Klärung bitten. Aber auch da braucht es eine Bitte. Diesen Automatismus gibt es eben in der Regel nicht. Und wir arbeiten da sehr gerne eben auch mit den Lichtkristallen. Hier ist das Beispiel, die Merkabah-Kugel, die eben das eigene Lichtgefährt auch aktiviert, stabilisiert, sodass eine Fremdenergie wirklich mit Leichtigkeit dann auch herausgelöst oder transformiert werden kann. Und auch da ist es so, dass sich dann im Außen sehr, sehr schnell zeigt, und bei den Kindern geht das wirklich manchmal in Sekundenschnelle, wenn diese Klärung stattgefunden hat, und dann ist der Felix auch wieder so, wie ihn alle gekannt haben, so wie vorher, und eben ein super, super Torwart. Super, super war jetzt Zufall. Ich habe jetzt nicht an den FC Bayern gedacht. Genau, super, ja. Super. Super ist es natürlich auch, was die Kinder alles machen dürfen, müssen, brauchen. Also Felix bleibt natürlich auch nicht erspart, in die Schule zu kommen. Manche gehen gern, manche weniger gern. Und eigentlich ist er ein guter Schüler. Intelligent aufgeweckt, nur kann er sich irgendwie in der neuen Klasse überhaupt nicht mehr konzentrieren, kriegt nichts geregelt. Und jetzt sind wir bei dem Punkt Energien in Räumen. Und zwar, es gibt ja verschiedene Energien in den Räumen, um die Räume. Es gibt geopathische Wirkungen, die sich auf Räume auswirken, also Erdverwerfungen, Wasseradern. Dann gibt es in Räumen, was immer stärker wird, eben der Elektrosmog. Das kann von außen kommen, aber inzwischen gibt es ja auch sehr, sehr viele Kinder, die Handys mit in die Schule nehmen, die dann auch nicht ausschalten. Immer und überall erreichbar. Das sind Wellen, die auf unseren Körper auch einwirken, eben auch unseren Geist und
Wir bestehen ja sehr aus Wasser und was es in uns tut, das ist ein ganz anderer Vortrag, aber das wirkt. Dann natürlich viele, viele Schulen haben inzwischen auch Computerräume oder fast in jedem Raum WLAN. Es geht genauso aufs System. Und was in Räumen auch noch sehr, sehr oft wirkt, gerade in der Schule, ist Angst. Also die Kinder haben Prüfungsangst, sie kommen von zu Hause, haben vielleicht nichts gefrühstückt, weil es zu Hause nichts gab. Es ist eine und diese Energie der Angst kann sich auch in einem Raum festsetzen und wirkt dann auf die Schüler, auf den Raum, auf den Lehrer, auf das Zusammensein. Und in diesem Fall, wie wir ja Phyllis Mama kennen, hat sie sich auch gedacht, da muss man doch was machen können, lassen schauen, und haben dann zusammen eben die Räume harmonisieren können. Und da ist jetzt auch eine Kugel, die nennt sich Prismakugel, das ist die Liebesmacht Mutter Maria, das ist eine weiche Energie, das könnte man dann zur Unterstützung nehmen, dass eben die Kinder wieder in die Kraft kommen, damit die Energien sie nicht so übermannen. Und in dem Fall ist es dann auch so, dass die Kinder wieder sich besser konzentrieren können, die Noten sich verbessern können und auch eine, was in solchen Situationen sehr oft ist, das Aggressionspotenzial geht zurück, wenn die Räume geklärt sind, wenn diese Angst oder diese emotionalen Blockaden aus den Räumen herausgenommen werden kann. Und zwischen den Kindern wirkt sich das dann schon so aus, dass die Harmonie dann wieder Einzug nehmen kann und natürlich die Lehrer entlastet sind, weil auf denen lastet eine extreme Verantwortung für eben die Kinder und das weiterzugeben. Und wenn alle ein bisschen harmonischer werden, dann hat auch jeder ein bisschen mehr Spaß und Freude. Das war jetzt die Raumharmonisierung. Ja, und der nächste sehr, sehr komplexe Bereich ist das eigene Familiensystem. Emanuela hat ja vorher schon gesagt, wir alle, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind und uns im ersten Moment auch nicht immer erklären konnten, haben uns unsere Familien ausgewählt, eben für diese Erfahrungen, die uns selber dienen, für unsere eigene Entwicklung. Und wir als jeder Einzelne ist verbunden mit dem eigenen Familiensystem und da gibt es bestimmte Regeln der Ordnung und die wirken. Die wirken immer, ob wir Kontakt haben zu unserer Familie oder nicht. Und wenn diese Regeln nicht eingehalten sind, dann äußert sich das eben auch durch Ungleichgewichte, die uns im Außen gespiegelt werden. Und eine wichtige Ordnung ist die richtige Position in der Familie. Das heißt, dass jeder den Platz und jede den Platz einnimmt, der ihr zusteht im eigenen Familiensystem. Und es mag auf Anhieb gar nicht so abwegig klingen, nur wenn wir uns alleine berücksichtigen, wie viele Patchwork-Familien es gibt, dann kriegt das Ganze schon eine gewisse Bedeutung. Und wenn jetzt eben diese Ordnung nicht da ist, kann es eben sein, und dass sich dies auch widerspiegelt in Erfahrungen, dann am Arbeitsplatz. Und eine gute Möglichkeit ist nämlich die, Felix ist jetzt am Arbeitsplatz und hat laufend Ärger mit dem Chef. Die erste Reaktion ist ja dann oft, jetzt mache ich noch mehr von dem, was ich bisher gemacht habe. Vielleicht hat er 10 Stunden am Tag gearbeitet, um die Anerkennung vom Chef haben zu wollen, jetzt macht er 12. Merkt aber, irgendwie gibt es doch noch keine Verbesserung und erinnert sich, aha, meine Mama hat sich doch früher Rat geholt, wenn Themen nicht so gut gelaufen sind, jetzt schaue ich doch mal, was wirken kann. Und sehr, sehr häufig ist es so, dass gerade wenn eben in einem Unternehmen das eben nicht optimal läuft, dass die Ursache dafür eine noch nicht geklärte Beziehung in der Familie und in dem Fall dann zum Vater die Ursache dafür ist. Und wunderbar ist es dann zu merken, dass wenn auf systemischer Ebene eine Lösung wiederhergestellt worden ist, und dafür gibt es auch ganz wunderbare, wunderbare Vorgehensweisen, dass dann sowohl für jetzt den Felix als auch für alle anderen Betroffenen
eine deutliche Verbesserung erzielt werden kann. Und das sind dann immer wieder Momente, wo wir dann erst nichts anderes sagen können als Wunder, die geschehen, die möglich sind, dann, wenn eben gute Lösungen hergestellt worden sind und in dem Fall auch eben in der Berufswelt. Ja, und das ist wirklich sehr, sehr wohltuend, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wo ich dann wirklich meinen Platz dann auch einnehmen konnte in der Familie, der eben der richtige für mich ist. Ja, das war unser kleiner Ausflug mit der Seele Feli durch die Themen, die uns auf dem Weg, unserem Lebensweg begegnen können, müssen, nicht hoffentlich. Und zwar großräumig eben das Thema Karma, das körperliche Bewusstsein, Resonanzen zum Menschen, Aura, Chakra, überall dort, auch die Räume. Also zu den Räumen gehört natürlich auch unser, ganz wichtig, unser Schlafplatz oder unser Zuhause. Also zum Raum harmonisieren und eben die Ordnung im Familiensystem. Also in allen diesen Bereichen können Blockierungen auftreten, die uns eben aus der Mitte werfen. Und unser Ziel ist es eben hier in diesem Leben oder auch Hilfestellung zu geben, um wieder in die Liebe zu kommen, in Fülle, in Fluss und eben harmonisch ein Leben zu haben, das hier so richtig Spaß macht und in die Leichtigkeit kommt. Darum geht's. Lebensfreude, Leichtigkeit und gemeinsam kriegen wir das hin. Ja, und wer jetzt Impuls hat, sagt ja in dem einen oder anderen Bereich, da wünsche ich mir noch eine Verbesserung. Da stehen die Manuela und ich gerne für eine persönliche Beratung oder ein Gespräch zur Verfügung. Vielen Dank.